Ja, wir hatten zwei Übungsaufgaben. Einmal die Sache mit Eclipse. Wenn Sie das jetzt noch nicht hinbekommen haben, ist es nicht weiter schlimm, weil wir das ja im Praktikum nochmal besprechen. Ich möchte trotzdem Ihnen einmal zeigen, welches Eclipse Sie installieren sollen. Und was es mit dem UTF-8 auf sich hat, sehen wir nachher im Praktikum. Oder am Freitag, je nachdem, wann Sie kommen. Ja, meinte ich. Na klar, meinte ich Eclipse. So. Also, wenn Sie dann irgendwie zu Eclipse Neon gekommen sind, gehen Sie nicht auf Downloads, sondern auf Other Package Downloads. Weil wir nicht die Eclipse IDE für Java EE Developers verwenden, sondern die Eclipse IDE für Java Developers, also den zweiten Eintrag. Die für EE ist Enterprise Edition. Die können Sie auch nehmen, die ist nur noch verwirrender als die andere sowieso schon. Ja. Also da passiert jetzt nichts Schlimmes, da kriegen Sie noch Maven und Spring und einen Haufen anderes Zeug dazu. Was man jetzt alles eigentlich nicht braucht, sondern Sie nehmen hier diese Eclipse IDE for Java Developers. Ich schreibe das einmal auf. Eclipse. Wir nehmen von. Meine Güte, was ist denn heute los hier? Also bei eclipse.org, da kommen Sie dann irgendwann auf Other Package Downloads oder Other Packages Download heißt es, glaube ich. Auf jeden Fall irgendwas mit Other Packages. Und dort nehmen Sie die Eclipse IDE for Java Developers. So. Und wichtig ist UTF-8. Warum? UTF-8 ist eine Zeichenkodierung, die üblicherweise vom Betriebssystem irgendwie eingestellt wird. Also wenn Sie zum Beispiel auswählen für Ihr Betriebssystem DE.DE, dann ist das so eine Codepage mit 15, 19, Latin 1 oder irgendwie sowas. Und das bedeutet, dass alle Zeichen oberhalb eines ASCII-Codes von entweder 127 oder 255 sich unterscheiden können. Und das bedeutet im Besonderen, dass man Schwierigkeiten kriegt mit Umlauten. Zum Beispiel, wenn ich beispielsweise UTF-8 verwende und Sie verwenden eine deutsche Codepage, dann geht das irgendwann schief. Also irgendwann kommen die Zeichensätze durcheinander. Deswegen empfiehlt sich's oder ist es zwingend erforderlich, dass Sie immer UTF-8 verwenden und vor allem am Anfang, direkt nachdem Sie das Eclipse runtergeladen haben, das muss nicht installiert werden, das entpackt man einfach nur, sofort als erstes auf UTF-8 umstellen, weil das Umstellen im Eclipse dafür sorgt, dass jede neu angelegte Datei UTF-8 kodiert ist. Aber wenn Sie eine Datei schon mit einer anderen Kodierung erzeugt haben, wird die Kodierung dieser Datei nicht geändert, wenn Sie auf UTF-8 umstellen, also erst für jede weitere neue Datei. Das heißt, dieses Umstellen auf UTF-8 sollten Sie am Anfang machen. Ich zeige Ihnen einmal, wo man das tut. Es gibt aber auch ein Tutorial auf dem SoftLab-Server, aber wenn wir jetzt einmal dabei sind, kann ich es Ihnen schnell zeigen. Ich komme jetzt hier in den Einstellungsdialog, wenn es denn irgendwann mal geladen hat. Über Window Preferences meine ich.
Unter Mac kommt man mit Command, Komma in den Einstellungsdialog. Unter Linux finden Sie es selber raus. Sind Sie in der Lage dazu? Wenn Sie Linux benutzen, sind Sie in der Lage dazu, das rauszufinden. So, Window Preferences. Und dann sehen diese Dialoge alle gleich aus. Und zwar gehen wir da auf General, Workspace. Und dann sehen Sie das hier unten links. Da steht Textfile Encoding. Und da steht Default, und da steht jetzt bei mir CP 1252. Das ist halt eine Codepage für Deutsch und deutsche Tastatur. Und das ist aber falsch. Und dann wählen Sie Other und dort wählen Sie aus UTF-8. Apply, okay, fertig. Und damit ist es umgestellt auf UTF-8. So viel dazu. Wenn Sie Probleme damit haben, bringen Sie Ihren Rechner ins Praktikum mit, helfen wir Ihnen. Ja? Es empfiehlt sich ohnehin, immer arbeitsfähig zu sein, das heißt, immer einen Rechner dabei zu haben, mit dem Sie, wo Ihre Arbeitsumgebung drauf ist. Ich empfehle Ihnen, in den Pools nur dann die dort eingebauten Rechner zu verwenden, wenn wir Testate machen. Ansonsten immer Ihren eigenen benutzen. Das Problem mit den Pools ist, dass immer wenn Sie ein Projekt erzeugen oder ein Projekt erstellen, Sie sich Ihre Daten sonst irgendwie nach Hause schicken müssen oder auf dem USB-Stick mitnehmen müssen. Also es macht Dreck. Ja, nehmen Sie Ihren eigenen Rechner, da kommen Sie besser zurecht. Und dann können wir Ihnen auch helfen, Ihr System so einzurichten, wie Sie es gern hätten. Gut, so viel zur Eclipse erstmal. Wenn es da Fragen gibt, einfach im Praktikum nicht zögern zu fragen. So, dann kommen wir zu dieser zweiten Aufgabe. Da ging es ja darum, diesen Algorithmus, den ich aufgeschrieben hatte in der ersten Vorlesung, einmal für die ersten 25 Werte zu durchlaufen. Die Idee, die jetzt dahinter steckt, ist, ich hatte ja gesagt, dass nicht klar ist, ob das für jedes x terminiert. Tatsächlich ist es aber so, dass es für die ersten so und so viel 100 Milliarden oder Billiarden erwiesen ist, dass es terminiert, nur man weiß es halt nicht für alle Zahlen. Also man weiß nicht, ob es irgendwann eine Zahl gibt, bei der das nicht so ist. So, und die Idee ist jetzt zu sagen, okay, wir fangen mal bei der 1 an, also mit x gleich 1, und laufen dann hoch bis 25 und schauen einfach nach, wie viel Durchläufen das jeweils terminiert. Das wäre jetzt eine üble Fleißarbeit, das alles aufzuschreiben, das wollen wir natürlich nicht. Also wenn Sie das ist überhaupt so hier in den Übungsaufgaben, wenn Sie merken, dass Sie Sachen repetitiv wiederholt schreiben, dann ist irgendwas falsch. Ja, also eine sehr, sehr, sehr lange Übungslösung für die Aufgabe vom zweiten Blatt, da geht es um die Zahlworte, die hat vielleicht 100 Zeilen. Mit Kommentar und Leerzeilen dazwischen vielleicht 160. Aber also wenn Sie merken, dass Sie irgendwie exzessiv Code schreiben oder irgendwas immer wieder machen, das würde jetzt zu so meinem Herangehen da widersprechen, dann ist es ziemlich sicher falsch. Ja? Also ich versuche immer Dinge zu machen, die klein sind, die übersichtlich sind, die effizient sind. Gut. Also wir haben diesen Algorithmus und die Übung zielt letzten Endes darauf ab, so ein Programmdurchlauf mal nachzuvollziehen. Also diejenigen, die schon programmieren können, für die ist es alles nichts Neues, dass ein Programm oben losgeht und dann entsprechend der Bedingungen, die an den Schleifen dran stehen und an den Ifs dran stehen, das Programm halt verzweigt und andere Wege geht. Ja, aber alle anderen, die wissen das noch nicht. Und sollten das einfach mal üben. Und deswegen schreiben wir jetzt einmal x von 1 bis 25 links nach rechts nebeneinander und fangen an, dieses Programm durchzugehen. Das mache ich jetzt einmal. Also 1, 2, 3, 4.
So, 1 bis 25, das ist unser X. Und wir laufen jetzt von unten los. Wenn die erste Eingabe X ist, 1 ist, Verzeihung, was passiert denn dann in dem Programm? Unser erstes X ist 1. Ja? Ja, und zwar 0. Das heißt, bei 1 terminiert das Programm sofort. Ja? Die Schleife wird gar nicht betreten. Das ist wichtig. Das kann also auch sein, dass eine Schleife nie betreten wird, wenn nämlich von Anfang an die Bedingung nicht gilt. Ja, da steht ja, falls x ungleich 1, macht das, was in der Schleife steht. Und am Anfang gilt die Bedingung aber gar nicht. Das heißt, die gesamte Schleife wird übersprungen. So, das heißt, bei 1 ist jetzt hier Schluss. Tatsächlich ist bei 1 immer Schluss. Was passiert bei der 2? Ja? Ja, auch nicht, weil 2 ist ja gerade, muss man teilen. Doch, 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 da passiert was. Doch, doch. Also auch nichts stimmt nicht. Die geht ja nur auf 1 runter. Ja klar, aber erklären Sie es mal ausführlicher. Also ich glaube, Sie haben schon die richtige Idee. Okay. Also am Anfang wird x eingelesen, ist jetzt 2. Dann wird z auf 0 gesetzt. Was passiert denn dann? Hier, in der Zeile. In der. Da passiert doch jetzt. Nee, da wird nicht halbiert. Was wird denn dort jetzt mal gemacht? Wir haben ein x, das ist 2. Und was passiert denn an der Stelle? Solange x ungleich 1, was passiert da? Sagen Sie mal. Er betritt die Schleife, weil die Bedingung erfüllt ist. Das ist true. Also sogar noch ein bisschen langweiliger. Es wird geprüft, okay, ob x ungleich 1 ist. Und wenn das der Fall ist, dann wird die Schleife betreten. Ja, das ist ganz, das müssen Sie sich bewusst machen. Am Anfang einer Schleife, also vieler Schleifen, nicht aller Schleifen, aber am Anfang dieser Schleife wird immer geprüft, ob die Bedingung gilt. Und die Schleife wird nur dann betreten, wenn die Bedingung gilt. Also x ist 2, 2 ist ungleich 1, das heißt, es gilt. Und dann wird die Schleife betreten und es passiert das, was Sie gerade gesagt haben, nämlich? Hier wird ja halbiert. Genau, es wird jetzt geprüft, ob x gerade ist in der nächsten Zeile. Das ist der Fall und dann wird halbiert. So, und was kommt beim Halbieren raus? Nee. Nee. Zwei halbe, ja. Sie? Eins. Das heißt, dann beim nächsten Durchlauf wird die Schleife nicht betreten und Z bleibt bei 1. Genau. Sodass dieser 1 dann immer ausbringen wird. Genau, ich zeichne jetzt hier einen Pfeil von der 2 zu 1. Wenn Sie mir Ihren Namen sagen, kann ich Sie ansprechen. Philipp. Ihr Nachnamen? Groll. Groll. Groll, okay. Gut. Okay, also von der 2 geht es zur 1. Und Z wird dann, wir haben einen Pfeil, 1 sein. Jetzt kommt die 3. Wir schauen noch einmal auf den Algorithmus und dann können wir das, denke ich, einfach so machen. Ja, es wird jetzt wieder geprüft. Also am Anfang ist x 3, z ist 0. Jetzt wird geprüft, solange x ungleich 1 ist, tue. Und jetzt wird es halt langsam spannend. Jetzt haben wir das erste Mal eine ungerade Zahl. Wir sind in der Schleife drin, das heißt, es wird größer. X ist nicht gerade. Wir verdreifachen x und erhöhen um 1. Das heißt, 3 mal 3 plus 1 ist 10. Das heißt, hier drunter kommt jetzt, schreibe ich jetzt eine 10 unter die 3. Und dann geht es weiter. Jetzt betreten wir die Schleife, beziehungsweise wir prüfen jetzt wieder am Anfang der Schleife, ob die Bedingung x ungleich 1 gilt. 10 ungleich 1 gilt. Jetzt wird geprüft, falls x gerade ist, wird
x halbiert. Und das wird 5. Und ich denke, jetzt haben es alle verstanden. Ja? So. Wenn wir jetzt bei der 5 angekommen sind, dann denke ich mal, können wir jetzt einfach uns immer nur überlegen, welche Zahlen dabei rauskommen. Und dann sehen wir einen Effekt, der ganz interessant ist und der Sie so ein bisschen anregen soll, über diese Dinge mal nachzudenken. Okay, 5 mal 3 plus 1 ist 16. Wie geht es dann weiter, sagen Sie mal? Ja? 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 Und dann kommen wir hier zu 2. Ja. So, und jetzt, unser Z ist genau die Anzahl der Sprünge zwischen den Zahlen. Also 3 auf 10 ist 1, zur 5 ist 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das ist genau die 7, die wir in der Vorlesung auch rausgefunden hatten. Ja, wir haben auch das Programm sogar laufen gesehen. So, von der 4, was passiert mit der 4? Jetzt haben wir das nächste x, wir sind jetzt bei x gleich 4, ja? Genau, jetzt können wir gleich direkt hier zu 2 gehen. Die 5. Ja? Von der 5 kann man direkt jetzt zu 16 gehen, genau. Warum ist das so? Unter der 3 steht die 5 ja schon mal. Das heißt, wir sind bei der 5 schon mal gewesen. Und das Programm tut für ein bestimmtes x immer dasselbe. Also sobald wir einmal ein x finden, was wir schon mal gesehen haben, können wir aufhören. Und das ist jetzt was, das fällt uns total leicht. Wir gucken einfach auf dieses Schema drauf und sehen, da steht schon eine 5. Das kann der Computer nur sehr, sehr schwierig. Jetzt zu erkennen, dass er schon mal eine 5 hatte, dann müsste man das Programm enorm aufblasen. Ja, also wenn es jetzt, man könnte sich ja jetzt leicht vorstellen, dass wir um diesen Algorithmus außenrum statt lies x ein, könnte man ja auch sagen, wir zählen jetzt x von 1 bis 25 und durchlaufen dann immer wieder, dann hätte man zwei Schleifen ineinander geschachtelt. Wir sehen das in 2 Wochen, was geschachtelte Schleifen sind und wie das genau funktioniert. Aber das, was wir jetzt machen, ist ja sozusagen alle Zahlen von 1 bis 25 eingeben an der Tastatur. Das könnte man auch automatisch machen. Man könnte das x von 1 bis 25 hochzählen lassen. So, und wenn wir so ein Programm hätten, dann wäre das für den Computer immer noch nicht einfach zu erkennen, dass da schon mal der Wert da gewesen ist. Und das ist sind Fragestellungen, mit denen wir uns im nächsten Semester auseinandersetzen, in Algorithmen und Datenstrukturen, wie man sowas speichern könnte. Wir werden jetzt aber noch ein paar Effekte hier sehen in diesem Programmablauf, die ganz interessant sind. So, die 6. Was passiert mit der 6, ja? Die 6 addieren wir und damit gehen wir direkt zu 3. Gehen wir zu 3, genau. Die 7. Die 7 hatten wir in der Vorlesung, glaube ich, schon mal gesehen. Ja? Ja, bei der 7 war es 22. Mhm, 22. Dann darf die Hälfte Ja. 34. Ja. 17. 52. So, und jetzt von der 20 können wir wieder direkt zu 10 den Pfeil machen darüber, ja? Das geht jetzt eben wieder, weil wir das leicht erkennen können als Menschen. So, was passiert mit der 8? Ja? Da geht es jetzt zu 4. Was fällt Ihnen denn jetzt auf? Das müsste Ihnen jetzt was auffallen. Ja? Ja? Jetzt müsste Ihnen aber noch was anderes auffallen mit den Pfeilen, die da oben. Wann ist immer so ein Pfeil da oben? Ja? Bei jeder geraden Zahl. Die Kollatz-Funktion ist, wenn man es genau nach dem Verfahren macht, wie wir das jetzt machen, nämlich beim kleinen x anfangen und zum großen x hinlaufen. Ja, also mit der 1 anfangen und so weiter, ist die für gerade Zahlen total unkritisch. Weil wir in jedem Fall beim ersten Schritt mit einer geraden Zahl zu einer Zahl kommen, die welche Eigenschaft hat? Ja? Die halb so groß ist. Das heißt, für unser Verfahren, wir fangen bei der 1 an und laufen dahin. Was ist mit dieser halb so großen Zahl? Ja? Die haben wir schon mal gesehen, genau. Die haben wir schon mal in der Hand gehabt. Deswegen kann man bei so einem Verfahren, wenn man jetzt sagt, ich will einfach für
alle Zahlen bis unendlich minus 1 ausprobieren, ob das funktioniert. Das ist natürlich Quatsch mit unendlich minus 1. Aber ich will für alle Zahlen oder für viele Zahlen, so weit wie ich eben hochzählen kann, ausprobieren, ob das funktioniert. Da kann man die geraden Zahlen weglassen. Weil die erste Operation bei einer geraden Zahl immer eine kleinere Zahl ergibt, die man schon mal gesehen hat. Es sei denn, man hatte vorher eine Zahl, für die das Programm nicht terminiert. Dann kommt man aber nicht zu dieser geraden Zahl. Ja, dann terminiert es ja nicht. Dann rückt man ja nicht weiter mit dem X. So, die 9. Wie geht's da weiter? Ja? Die 7. Ah ja, genau. Und dann machen wir einen Pfeil zur 7. Gut. 10, wieder eine gerade Zahl. Das bekannte Spiel. 11. Ja? 34? 17? Ja, und die hatten wir schon mal, die 34, ja? Da machen wir direkt einen Pfeil von der 11 zu 34. 12 wieder, wird wieder halbiert. Mache ich einen Pfeil zur 6. 13. Ja? Genau. Sie sehen, das ist total übersichtlich hier. Ja? Hier passiert gar nicht viel. 14, Pfeil zu 7. Jetzt wird es mal wieder spannend, ja? Sagen Sie mal, Herr Gröll. Ja. 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 Genau, Sie sehen, wie hier die unscheinbaren Zahlen relativ zügig anwachsen können. Ja. So, 16 wieder zu 8. So, und das wäre eben, wenn wir jetzt anfangen würden, diese Zahlen zwischenzuspeichern, die wir schon mal gesehen haben. Um das Verfahren abzukürzen. Sie können sich leicht vorstellen, dass wenn wir jetzt bei der 1 anfangen und sagen wir mal bis 100 Milliarden hochlaufen wollen mit dem X, dass das zeitintensiv ist. Und irgendwann wird es mal spannend, das Zeitverhalten zu verbessern, also sozusagen den Algorithmus abzukürzen. Ja? Wenn wir jetzt die geraden Zahlen rauslassen, halbieren wir schon mal die Laufzeit. Wenn man das jetzt weiter noch verkürzen will, dann könnte man sich merken, welche Zahlen man schon mal gesehen hat. Es gibt aber in dem Verlauf eben auch welche, da nimmt Z einen Wert von 1000 oder 2000 oder 3000 an, also wo es richtig viele Schritte sind, wenn das sehr, sehr große Zahlen werden. Und irgendwann gibt es dann so eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zwischen Laufzeit und Speicherverbrauch. Also mit so einem Programm kriegt man den Speicher gut voll. Ja, das also ist relativ leicht. Und das sind aber eben so Betrachtungen, die wir im nächsten Semester dann sehen werden in Algorithmen und Datenstrukturen. Vielleicht fällt Ihnen noch was auf. Ja? Ja, also wenn die ungerade Zahl mehr als zweimal durch sich selbst halbierbar ist, dann sind wir auch automatisch immer wieder im geraden Rhythmus. Ja, aber eine ungerade Zahl ist ja nie halbierbar. Ja, also wenn man durch den Trace durchgeht, also irgendwann ist die ungerade Zahl so oft ja auch addiert worden, dass wir, wenn wir zweimal weiter in die Schleife laufen, zweimal hintereinander halbieren. Und ab da wissen wir ja eigentlich, dass er immer wieder halbiert. Also na? Die Zahlen eigentlich auch immer ab da den Trace beenden und dann kriege ich na, Moment. Teil, kenne ich, würde aufgehen. Wissen wir nicht, schauen Sie mal bei der 160. Die 160 können wir sogar 1, 2, 3, 4 mal halbieren. 5 mal halbieren bis zu 5 und dann wird es wieder groß.
Und man kann sich gut vorstellen, dass bei sehr, sehr großen Zahlen sowas ganz wild passieren kann. Ja, dass man auf komische Zahlen kommt. Aber es gibt was anderes, was mit den ungeraden Zahlen zusammenhängt. Schauen Sie sich mal die 7 an. Wenn wir bei der 7 anfangen, da kommen wir zu 22, zu 11, zu 34, zu 17, zu 52, zu 26, 13, ist alles uninteressant, 40, 20, 10 und dann kommen wir zu 5. Und was ist denn die 5 in Bezug auf die 7? Ja? Nee, ja, das ist sogar noch eine etwas zu starke Einschränkung und die ist in jedem Fall kleiner. Ja, die ist kleiner. Und was ist denn, wenn wir von einer ungeraden Zahl aus eine kleinere Zahl finden? Warum haben wir gesagt, wir können die geraden Zahlen ignorieren? Wer weiß das noch? Warum hatte ich gesagt, wir können die geraden Zahlen ignorieren? Was war der Grund dafür? Sie hatten es gesagt. Genau. Bei einer geraden Zahl halbieren wir beim ersten Schritt und die Hälfte, die hatten wir schon, weil wir ja von unten kommen, von den kleinen Zahlen. Ja? Genau. Und sobald man bei einer ungeraden Zahl eine kleinere findet in diesem Verlauf, also sobald ich auf eine Zahl stoße, die kleiner ist als x, kann ich auch aufhören, weil ich ja schon dort gewesen bin. Oder das Programm wäre vorher nicht terminiert. Dann hätten wir aber die Kollatzsche Behauptung widerlegt, was Generationen von Mathematikern schon versuchen und es nicht hinkriegen. Also das ist natürlich jetzt hier Spielerei mit Zahlen, ein bisschen nachdenken darüber, wie es sich so verhält in so einem Programm. Ein echter mathematischer Beweis wäre das nicht, es sei denn, wir würden jetzt mit unserem Brechstangenverfahren eine Zahl finden, für die das Programm nicht terminiert. Aber was heißt denn eigentlich, es terminiert nicht? Wann sagen wir, es terminiert nicht? Nach einem Jahr, nach 20 Jahren, nach 3 Stunden? Wenn der Speicher voll ist? Wissen wir nicht, ne? Also das hat jetzt mit echter Mathematik hier nicht viel zu tun. Ja, es geht nur darum, also darüber nachzudenken, was so für Effekte auftreten können. So, 17. Was ist mit der 17? Ja? 52. Genau, die haben wir schon gesehen. Achtzehn ist wieder eine gerade Zahl. Das heißt, die können wir direkt zur 9 hinschieben. 19. Haben wir eine 19 schon mal gesehen? Nicht? Ja? 58. Haben wir aber noch nicht gehabt, oder? So, dann wie weiter? Ja, Herr Boni, machen Sie mal weiter. 88. Genau, jetzt muss ich noch die 22 finden. Ah ja, okay. Es gibt auch so ein Spiel, wo man so eine Linie nicht berühren darf, oder? So. Okay, von der 20 zu 10, denke ich, das haben alle jetzt verstanden. 21 haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Nee. Was passiert da? Ja? Ach, das ist eine dankbare Zahl. Genau. Und von der 32 geht es zur 16. Das ist im Übrigen eine der wenigen Sachen, die Sie einfach wissen sollten. Die Zweierpotenzen so bis 1024, die sollte man einfach im Kopf haben. Ja, 1024, 2 hoch 10. Also 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Die muss man einfach wissen. Ja?
Gut, 22. Haben wir schon mal gesehen, oder? Geht zur 11. Wer hat sich das denn hier ausgedacht? So. »23« haben wir auch schon mal gesehen. Zu 70, ja. »24« Ach, was mache ich denn eigentlich? Mit der 22 war doch Quatsch. Das ist cool, oder? So, dann mache ich jetzt hier oben zur 11. Von der 24 zu 12. Und bei der 25 wird es jetzt nochmal spannend. Sagen Sie mir es an. 38. Und dann? 19, oder? Sehr schön. Okay. Für welche Zahl ist Z am größten? Ja? Für 25. Das ist aber Zufall, ja? Also wenn wir bis... Es hätte jetzt auch sein können, dass wir zum Beispiel bis zu 23 gehen, da wäre möglicherweise bei der 19 das Z größer. Also das bedeutet nicht, eine große Eingabe erzeugt ein großes Z. Ja, bei der 21 ist ganz kurz, weil wir dann sofort auf eine Zweierpotenz kommen. Das ist auch noch ein Punkt. Sobald wir eine Zweierpotenz erreicht haben, können wir auch aufhören, weil dann klar ist, das ist ab jetzt, wird immer halbiert, ja? Warum wird es denn bei 22 und 19? Geht zur 11. Na, bei 21 ist doch jetzt kurz. Von 21 auf 64, auf 32, auf 16, 8, 4, 2, 1. Das geht ganz schnell. Und bei 25 zählen wir mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Da wäre Z also 23. Gut. Gibt es dazu erstmal Fragen? Oder haben Sie es mal programmiert und mal ausprobiert vielleicht? Ja. Wenn Sie Lust haben und nichts zu tun, dann programmieren Sie doch mal noch so eine äußere Schleife außenrum und gucken mal, wie weit das so geht, was man da so machen kann. Also wenn Sie schon wissen, wie das geht. Ja. Ansonsten ist ja vielleicht ein bisschen langweilig jetzt die ersten Vorlesungen. Nicht für alle, aber für einige.